Stefan Sendera und Paul Richter von der Kölner Einsatzkommission folgen dem Notruf von Philipp Hagedorn. Jemand versetzt den Sportlehrer und seine hochschwangere Frau Isabel in Angst und Schrecken. Die werdende Mutter muss sogar medizinisch betreut werden. Worum geht's denn? Ich komme hier einfach rum, dass Sie... Ja, wir sind gerade vom Arzt wiedergekommen, vom Kontrolluntersuchung. Gucken Sie sich das an. Wir haben es beim Reinkommen gesehen, der Kollege guckt sich gerade mal aus der Nähe an. Ich meine, was ist das denn? Das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas Ähnliches vorgefunden haben. Ich habe schon mal 2 Drohbriefe bekommen in der letzten Zeit. Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, wer da irgendwie hintersteckt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es irgendwie mit meiner Ex-Freundin zu tun hat. Ja? Wie kommen Sie darauf? Ja, die ist irgendwie nicht ganz klar gekommen, dass ich irgendwie mit ihr kein Kind haben wollte. Und ja, jetzt ist das halt ganz anders. Und ja, meine Frau hat eben halt diese Puppen hier gerade gesehen und hat sich einfach so megamäßig aufgeregt, dass sie wahrscheinlich, weiß ich, vielleicht Wehen gekriegt hat oder so. Und hat leichte Wehen gehabt. Ja. Ne? Aber sind jetzt wieder zurückgegangen. Was heißt das für mich? Leichte Wehen, also wir nehmen sie jetzt auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Ja. Ja, wird eine Ultraschall gemacht. Ja. Ob alles okay ist. Ja. Ja. Keine Angst. Hat ein bisschen hohen Blutdruck. Das ist schon besser. Ja. Sonst ist aber alles in Ordnung. Oder ist es stressbedingt? Fühlt sich besser. Ja? Wahrscheinlich, kann sein. Ne? Wie heißt denn die Ex-Freundin? Nathalie Brandt. Ich meine, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, warum macht sie sowas? Jetzt mal ohne Witz. Ja, gut, wir wissen ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, wer das war. Was mich interessiert, das dauert natürlich schon seine Zeit, die Puppen da alle dran zu hängen. Davon haben sie nichts mitbekommen? Wo waren sie denn in der letzten Zeit? Naja, wir sind ja vom Kontrolltermin jetzt gerade hergekommen. So gegen 14.30 Uhr hatten wir einen Termin gehabt. Sind dann hier aufgeschlagen. Und dann hat uns das Bild hier... Also letztendlich ist das hier gewesen. Ja. Aber sowas ist in der Vergangenheit auch noch nicht vorgekommen oder gab es da schon mal Ähnliches? So schlimm nicht. Aber ich habe halt Drohbriefe gekriegt. Aha. Die Problematik, die wir jetzt natürlich haben, entweder ist das wirklich nur ein übler Scherz oder es ist eine Drohung, die für nächstes Mal ein noch übleres Ende ankündigt. Ne? Weil hier soll ja ihr Baby geschädigt werden. Wir bringen sie jetzt. Ja. Sofort. Du kommst nach, Schatz? Natürlich komme ich nach. Bis später. Wenn du noch irgendwas brauchst, du meldest dich bitte, okay? Ja. Da können Sie gleich 2 Sachen zusammenpacken. Ja. Das heißt, das ist vielleicht jetzt auch gut, dass Ihre Frau das nicht hört, weil dann ist es ganz sensibel natürlich. Ne? Und wenn wirklich jemand möchte, dass Ihre Frau das Kind nicht bekommt, informieren Sie uns sofort. Egal, was ist, wenn Sie hier nachts Geräusche hören, ne? Egal, was ist. Ist selbstverständlich. Rufen Sie uns sofort an. Ja? Was wir sowieso machen werden, ist, wir werden jetzt die Spurensicherung hinzuziehen. Das sind Mitarbeiter, die besser ausgestattet sind, um zu erwartende Spuren an diesen Puppen sichern zu können. Sie haben vorhin von diesen Briefen erzählt. Ich würde mir die trotzdem gerne angucken. Ja, klar. Ja, würden Sie uns die einmal zugänglich machen, dass Sie uns die einmal holen? Ja, klar, mache ich. Ja? Wir warten hier, ne? So ein schöner Apfelbaum. Bald hängt hier auch dein Baby. Als ich gerade mit meinem Kollegen den Garten der Hagedorns betreten habe, kam ich mir wirklich vor, als würden wir einen bösen Märchenwald betreten. In dem Baum hingen Puppen, die waren entstellt, da waren Drohungen drauf. Ich weiß nicht, warum jemand das macht. Neid und Missgunst muss da das Motiv sein. Allerdings ganz gezielt gegen eine Geschädigte, nämlich gegen die hochschwangere Frau Hagedorn. Und dass das nicht lustig ist, ich glaube, das versteht jeder von selbst. Wir haben ja auch schon einen Ermittlungsansatz, nämlich die Ex-Freundin, die hat schon ein paar Drohbriefe verfasst. Das heißt, es ist nur ein Verdacht, aber erstmal ein Anfang für uns. Die Beamten vernehmen mittlerweile die Ex-Freundin des werdenden Vaters, Nathalie Brandt. Bald hängt hier auch dein Baby. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin das Elternpaar und bekomme so eine Nachricht und habe die Puppen dann im Garten, dann würde ich mich schon bedroht fühlen. Und dazu kommen noch die Briefe. Das heißt, Drohungen, die Sie an Ihren Ex-Freund irgendwann mal abgegeben haben und vielleicht auch die einzige, die vielleicht ein Motiv hat. Nee, das war ich nicht. Ich habe ihm SMS geschrieben, aber ich habe keine Briefe verfasst, handschriftlich. Und ich habe auch diese geschmacklosen Puppen nicht ihm geschickt oder irgendwo aufgehängt. Aber es ist ja schon so, dass die neue Frau ihres Ex-Partners, die Frau Hagedorn, jetzt das Leben lebt, das Sie sich eigentlich damals mit ihm vorgestellt haben, oder nicht? Ja, na klar. Ich war mit dem 8 Jahre zusammen und ich wollte alles mit dem teilen. Ich habe gedacht, ich verbringe mein Leben mit dem. Und dann kam die Trennung und auf einmal hatte er wen anderes. Aber
Ich gucke jetzt in die Zukunft und versuche das Ganze einfach wirklich hinter mir zu lassen und zu vergessen. Na gut. Wir haben auch auf den Puppen Fingerabdrücke. Das heißt, da können wir natürlich auch genetisch nachweisen, wer die Puppen dort platziert hat. Einfach weil wir belasten und entlasten arbeiten, würde ich Sie halt bitten, jetzt mir mal zu folgen. Wir machen eine erkennungsdienstliche Behandlung, werden die Finger gerollt und das würde Sie dann dementsprechend auch aus der Schusslinie bringen. Okay. Ja, gehen Sie allen Kollegen mit? Ja. Bitte schön. Paul? Ja. Schau mal die KTU. Wir haben die restlichen Sachen überprüft. Und schau mal, was denen aufgefallen ist. Frauenarztpraxis Dr. Markus Steinbeck. Dieser Hinweis befindet sich auf der Rückseite der Drohbriefe. Paul Richter hat sofort eine Vermutung. Danke dir. Ich rufe aber Hagedorn an. Alles klar. Philipp Hagedorn bestätigt, dass seine Frau Isabel Patientin bei dem Gynäkologen ist. Deshalb machen sich die Beamten sofort auf den Weg zur Praxis. Guten Tag. Ach, Herr Hagedorn, Sie haben gewartet, ne? Ja, ja klar. Grüß Sie. Ich war die ganze Zeit schon. Ja, wir hatten Ihnen ja eingehend gesagt, worum es geht, weswegen wir hier sind. Wie geht's Ihrer Frau? Sehr gut bis jetzt. Ja. Ich muss noch bis morgen zur Überwachung da bleiben, aber Bibi, alles ist okay, keine Wehen mehr oder sowas. Also das ist wichtig. Wir machen Folgendes, von meiner Seite aus sind Sie entlassen, ich informiere Sie, sobald wir was Neues haben. Ich komme mit Info. Wir arbeiten noch ein bisschen nach und dann kriegen Sie was. Danke, gut. Dann fahre ich jetzt ins Krankenhaus. Guten Tag. Frau Müller, schönen guten Tag. Zum 10. Mal, morgen 8 Uhr. Wiederhören. Schönen guten Tag, Frau Wilke. Wir würden gerne mit Ihrem Chef sprechen, mit dem Herrn Steinbeck. Und warum? Warum? Wir sind von der Polizei, wenn Sie das wahrnehmen. Wo ich hier aber gerade diesen Block sehe, wir ermitteln gerade in einem Kriminalfall, da spielt genau so ein Block, sprich die Zettel, eine sehr große Rolle. Sind die für jeden zugänglich? Natürlich. Der liegt doch hier. Da kann jeder Patient ran, der rein und raus geht. Ich will Sie mal erklären, wir haben mehrere Drohbriefe, Notizen bekommen. Interessant ist, die Rückseite dieser Zettel beinhaltet immer Ihr Firmenlogo bzw. diesen Aufdruck. Deswegen stehen wir hier und wollen mit Ihnen sprechen. Ich meine, dass Sie mal Ihren Chef rufen sollten. Ja. Der ist gerade in Behandlung, okay? Okay, ich merke schon, Ihre Gedanken haben irgendwie gerade Insolvenz angemeldet. Dann sagen Sie mir mal bitte, wo Sie gestern zwischen 14 und 16 Uhr waren. Wo soll ich da gewesen sein? Frage ich Sie. Ich war beim Zahnarzt. Ich hatte Zahnschmerzen und war beim Zahnarzt. Können Sie mir mal ganz kurz den Namen des Zahnarztes notieren? Ist das jetzt Ihr Ernst? Ja, Sie haben da einen Stift. Machen Sie das mal bitte. Wir hatten eine Erstkontaktaufnahme zu einer Sprechstundenhilfe der von uns angefahrenen Praxis. Hier muss man sagen, es ist schwer, gutes Personal zu finden, muss man, glaube ich, erst mal sagen. Erstens, da ist ein wahrer Sonnenschein-Charakter schon am Telefon. Das gegenüber der Patienten hat die keine Lust gehabt. Ja, also wenn da jeder Gang schwer ist und jede Behilflichkeit förmlich ein persönlicher Schmerz hervorruft, also das ist dann natürlich eher schon amüsant, weil die sich ja total gegen unsere Fragen gesträubt hat. So, das bitte einmal fürs Labor. Schönen guten Tag. Polizei, was ist denn hier los? Ja, wir hatten gerade schon das Vergnügen, mit Ihrer freundlichen Sprechstundenhilfe zu sprechen. Ja. Wir ermitteln gerade in einem Kriminalfall. Okay. Da geht es darum, dass eine Ihrer Patientinnen bedroht wird. Der Kollege könnte Ihnen da auch mal Fotos zu zeigen. In Ihrem Garten sind Babys am Baum aufgehangen worden, nur aus Puppen bestehend. Aber da wurde ihr massiv, dahingehend gedroht, dass dem Baby was angetan wird. Okay, okay. Und das verstehen wir so als Warnzeichen. Und dadurch, dass das eine Patientin von Ihnen ist und die Drohungen auf Ihren Zetteln standen, nämlich die hier ausliegen, ist natürlich klar, dass wir Sie als ersten Ansprechpartner haben. Das klingt sehr interessant, weil ich hatte heute eine Patientin, die hatte so ein ähnliches Erlebnis, das hat sie mir heute erzählt, die war total aufgelöst. Ich hatte echt Probleme, sie zu beruhigen. Ja, die Frau Hagedorn. Nee, es war eine andere Patientin, die ich heute hatte. Die hatte nicht, dass das zusammenhängt, das wäre ein komischer Zufall, ne, sage ich mal. Können Sie mir den Namen dieser Patientin mal aufschreiben? Ja, Svenja, können Sie das machen? Das ist die Tamara. Können wir Ihnen den Stift in die Hand nehmen und selber aber die Adresse können Sie bitte aus dem PC raussuchen, die Tamara Stöcke. Ja. Ja, das wäre wirklich ein komischer Zufall, nicht, dass das irgendwie zusammenhängt. Frau Wilke, hinter Ihnen, vielen Dank, der Kollege nimmt das an sich. Frau Wilke, hinter Ihnen sehe ich gerade hier so eine verpackte Puppe liegen. Passt jetzt zufällig so ein bisschen in unser Suchmuster. Was macht die Puppe da? Die liegt da. Das ist ein Geschenk für meine Nichte. Genau, aber musste ich auch mal wieder besorgen. Ich muss mich um jeden Mist kümmern vom Chef. Ne, Chef?